Hi Leute, ihr seht schon, wir sind wieder unterwegs, Bogensport Extrem, und zu Gast Mischa Schütz aus Bamberg. Bamberg. Oberfranken? Ja. Ist das Oberfranken? Ja. Oberfranken. Ah, so langsam kennt man sich aus. Auch eigentlich ein Fan so der ersten Stunde von Bogensport Extrem, definitiv. Wie schon gesagt, Richard auch, er müsste nicht mein Fan sein, es geht um die Idee. Und er ist auch einer der Jungs, die gerne also ein bisschen mehr Zuggewicht haben. Und da ich ihm das auch körperlich zutraue, definitiv, und er sich auch in diesem Nature Design, tolles Teil, ne, ist echt ein Brett, so ein bisschen rein verliebt hat, möchte ich ihm auch die Möglichkeit geben, zeig mal, was du kannst, und überlasse ihm einfach den Bogen. Und der ist einfach wirklich Brett. 111 Pfund. Mischa, zu treuen Händen. Vielen Dank. Du guckst, was du rausholen kannst aus dem Ding. Ich bin saumäßig gespannt. Lass uns drauf anstoßen, komm. Ich erst. Mischa? Jawohl. Geht in deine Hände über und hol das Maximale raus. Es war Herbst 2019 bei Bogensport Freie in Würzburg, als ich zum ersten Mal auf Thomas Brugger und seine sogenannten Monsterbögen stieß. Damals und auch später, als ich bei ihm zu Gast sein durfte, waren diese Bögen, welche das Merkmal, das Aushängeschild von Bogensport Extrem sind, ein beängstigend starkes Stück Holz. Kräftiger Kerl und getroffen, ne? Und das, obwohl ich mich selbst nicht als völlig unsportlich betiteln würde und mich durchaus auch schon in der Vergangenheit für persönliche sportliche Herausforderungen motivieren konnte. Aus genau solch einer Motivation heraus kam ich im Frühling diesen Jahres auf Thomas mit einer Idee zu. Ich fragte ihn, ob ich mir nicht einen seiner Monsterbögen ausleihen dürfte, um zu sehen, wie weit ich mich darauf hintrainieren kann, so einen Bogen zu schießen oder überhaupt zu ziehen und das Ganze in einem Video festzuhalten. Ich wollte mir selbst etwas beweisen. Thomas fand die Idee super und wollte diese auf jeden Fall unterstützen, woraufhin er mir sein 111er Nature Design von Falkenholz überließ. Also, was ganz interessant ist, was ich euch zeigen will, ist hier die unterschiedliche Dicke von den Wurfarmen. Wir haben hier den 32 Pfund Diamond Design. Da sind die Wurfarme so etwa 3 mm dick. Wir haben ungefähr an dem Punkt hier gemessen. Dann haben wir hier Chrissys Falkenholz, der schön blau-grüne. Da sind die Wurfarme so um die 3,5 mm dick. Dann haben wir meinen mit 42 Pfund knapp drüber. Da kommen die Wurfarme auf 4 mm und außer Konkurrenz komplett ist der 111er, der hat eine Wurfarmdicke von 8 mm. Das ist absolut krass. Auch wenn man hier mal den Unterschied von den Tipps anschaut, die Dicke, die ist Wahnsinn. Ja, und so sehr ich den Bogen auch untersuchte, den Schalter, um das Zugewicht zu reduzieren, den gab es natürlich leider nicht. Weswegen allein das Aufspannen des Bogens schon zur Herausforderung wurde. Ach ja, du, bitte pass ganz arg auf beim Aufspannen, ne, von dem Bogen. Pass bloß auf und lass nicht Chrissy die Schnur einhängen. Nimm irgendeinen, auf den du verzichten kannst. Und sei bitte, bitte vorsichtig. Das schlägt ja alle Knochen kaputt. Denk dran, bitte, ne? Okay, Google, ruf Metzger an. Metzger Pfeilothek wird angerufen. Und somit führte mich mein Weg zur Pfeilothek nach Pommersfelden, zu einem weisen Mann, der den Spitznamen Metzger trägt. Und hier begann meine Reise des 111er-Projekts. So, ob es überhaupt übergeht, Monster. Die Tipps auf dich selbst allein bringst. Ja, das geht schon. Ja, der Thomas nimmt auch den Auerbahn spannend. Ja? Ja. Okay, dann zieh ich mal nach oben. Zieh. Ah, da ist schon Wumms dahinter. Zieh. Langsam. Langsam löst. Ja, ja, ich vertraue dir. Ich vertraue mir, das ist schön. Schön. Was ist denn? Das schaut gut aus. Sonst? Respekt und Ehrfurcht. Es gibt bloß noch einen von der Zeche. Schaut gut aus. Jetzt müssen wir mal die Standhöhe checken, oder? Ja, 8,1, oder? Ja, super, klar. Ich hatte es natürlich am ersten Tag direkt etwas übertrieben
und am nächsten Tag ziemliche Schmerzen im Nacken, die auch zu recht starken Kopfschmerzen führten. Wow, Angeber, hä? Mir wurde bewusst, dass wenn ich dieses Projekt erfolgreich meistern möchte, Gesundheit oberste Priorität hat und ich immer auf meinen Körper hören muss. Dazu stand mir auch mein guter Freund Chris Meidelt immer zur Seite, der bei sich selbst leider ziemlich viel durch zu hohe Zugewichte kaputt gemacht hat. Also wenn du Schmerzen hast, würde ich sagen, gleich aufhören. Okay. Weil die Schmerzen sind so ein Warnsignal vom Körper. Weil ich immer schon zweimal hier voll auf die Innenliebe klagen. Christina und der 111 Pfund Bogen. Bei mir waren es einfach Schmerzen über die Schulter-Nackenpartie. Im Turnier zum Beispiel habe ich dann beim halben Turnier angefangen, Schmerztabletten zu nehmen, um den Schmerz zu unterdrücken. Ich war damals sportlich, habe gedacht, jo, ich hebe meine Kumpels rum mit 80 Kilo. Den 60 Lips Redman damals, wo ich hatte, war eine scheiß Idee. Also ich habe mir dann somit die Schulter-Nackenbereich wirklich echt ramponiert. Gerade wenn man hier so im Schultergelenk ist, ist ganz doof, weil ich habe dann ausgezogen und durchs Ausziehen habe ich hier einen stechenden Schmerz gehabt. Hätte ich mal lieber auf meinen Körper gehört, hätte mal Stopp gemacht oder hätte meinem Körper Ruhe gegönnt oder hätte mich aufgewärmt oder vorher richtig trainiert. Habe ich alles nicht. Jetzt habe ich das Problem, 40 Pfund ist schon grenzwertig, am ehesten gehen 35. Wenn ich über die 45 komme, hörst du in meiner Schulter immer schön ein lautes Knacken. Andere brauchen Klicker, bei mir höre ich an der Schulter schon, der Anker passt recht gut, tut weh. Machst du zweimal und dann schießt du mal fürs nächste Vierteljahr wieder keinen Bogen. Ich gab meinem Körper eine Schonzeit von einer Woche, bis ich den Bogen wieder in die Hand nahm. Wir haben die Stellen jetzt markiert, wie weit ich ziehe, mit dem blauen Band. Einfach als Motivation, dass ich sehe, ob ich da überhaupt weiterkomme oder ob das Ganze sinnlos ist. Ja. Denn aufgeben war für mich keine Option. Oder wie Nietzsche schon sagte, Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen. Oder um es zeitgemäß mit einem klassischen Computerrollenspiel zu vergleichen, Skyrim zum Beispiel, nur ohne Drachen und den ganzen Kram. Ewig in dem Ausgangskaff herumzulaufen, in dem das Spiel startet, bringt dich nicht zum Ziel. So wirst du nicht das Burgfräulein vor einem Drachen retten, sondern eher die Ziege auf der Wiese verführen und herabfallende Äste verprügeln. Na supergeil. Nein, man geht raus in die Welt, um ein Held zu werden und sich für den nächsten Kampf zu stärken. Das bedeutet für mich auch hier skillen bzw. trainieren. Und wieder runter. Das ist überdurchschnittlich. Und komm. Ellenbogen am Körper lassen. Jawohl. Und nochmal. Runter. Fest. Ja, komm zurück. Das ist überdurchschnittlich. Und das siehst du sofort wieder, guck mal. Wird richtig hart. Ja. Und das Ganze auch noch mit zwei Jobs zu vereinbaren. Ich musste mir nur bewusst sein, dass ich nicht nur das Ziel habe, den Bogen ziehen bzw. schießen zu können, sondern auf selber Stufe das Ziel dabei, gesund zu bleiben und keine Schäden davon zu tragen. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass das Ganze mal so endet. Das Projekt 111 ist mir über den Kopf gewachsen. Deswegen werde ich hier jemanden suchen, der mich aus physiotherapeutischer Sicht durchcheckt und mir eventuell Tipps geben kann. Als auch den Bogen selbst mal durchchecken zu lassen, wie viel er wirklich auf die Zugewichtswaage bringt, vor allem auch bei meinem angestrebten Auszug. Aber zunächst wollte ich natürlich auch meinen Freunden meine neue Spielgefährtin vorstellen. Das war Sebastian und Micha, die versuchen sich auch mal am 111er. Sebastian ist eigentlich recht sportlich unterwegs, ne? Sebastian macht Kraftsport, dürfte eigentlich kein Problem sein für ihn. Ich knurr jetzt schon. Sebastian Schulter knackt jetzt schon. Alter. Nur weil er den Bogen oben hält. Alter. Man muss auch loslassen können, Sebastian. Ja. Alter, das geht ja gar nicht, ey. Ja, ich schätze mal so. Ja, 60 Pfund wird er gehabt. Das getroffen, sehr schön. Das ist ja Micha. War ein schönes Eigengewicht schon, ne? Der wiegt schon 111 Pfund. Ja. Oh, den müssen wir suchen. Okay. Der ist von uns Schwer. Ja, das reißt mir noch die Schulter raus. Nimm ich mir einen Fall.
Der ganze Bogen ist schwer. Nee. Zwischeninfo, Chris hat die Kleine mal gewogen. Sie kriegt fast 3 Kilo auf die Waage. Das ist für einen Bogen schon sehr viel. So, Christopher. willst du dich jetzt verstecken oder was? Komm doch nicht mehr her, kannst auch mal. Nee, ich schieße links an. Achso, das ist das Problem. Sonst hätte ich den schon mal geschossen. Nee. Das reißt mir die Schulter raus. Mega. Das Ding ist geil. Die Optik ist okay. Das Holz ist mega geil. Ich flachte, ne? Ja. Man kann ja so viel weiter ziehen muss, ne? So, Emanuel versucht auch in der Elbe zu ziehen. Ich schieße normalerweise 40 Pfund, ne? Ja, dann ist ja kaum Unterschied. Ich wollte die Leitfeder jetzt einmal nicht sehen. Ach du Scheiße! Ja, sehr gut. Ja, nicht schlecht, ja. Scheiße, ich schaue mehr als ich. Ist noch ein. Voll die Special Effects. Sehr gut. Fast ins Kill. Sehr gut. Nicht weiter. Ist bunt. Das kannst du ganz leicht nach hinten ziehen normalerweise. Ist irre, was du für eine Spannung hat, ne? Ich krieg das vielleicht nicht weiter. Ja, sonst, wie weit du bist, sonst kriegst du. Ja, gut. Übel, ne? Okay, ja. Dann stopp. Kitty, denkst du, ich schaff's, den 111er zu ziehen? Früher war das anders. Ich sag mal so, früher war ein Bogen eine Kriegswaffe, eine Jagdwaffe. Da wurden die kleinen Kids schon dran geköhnt, einfach schrittweise mit den starken Zugewicht umzugehen. Ja, niemand braucht 111 Pfund, um zu treffen. Also bisher bin ich mal so weit gekommen, ne? Ja. Und jetzt ein bisschen weiter. Durch ein zu hohes Zuggewicht kann es zu Überlastungsschäden der Arme und des Oberkörpers kommen. Dies belegt eine Studie, die im Jahr 2018 veröffentlicht wurde. Hierbei haben sich 62 Probanden bereit erklärt. Alle waren Teilnehmer der EM und DM. 36 Probanden hatten Überlastungsschäden, die eindeutig auf den Bogensport zurückzuführen waren. Das Schultergelenk ist ein Gelenk, das nicht knöchern gehalten ist, sondern rein muskulär und rein ligamentär. Das eben ist auch der Grund dafür, dass das Gelenk nicht für Belastungen dieser Art geeignet ist. Wie gesagt, ich habe mich schon eh immer fit gehalten. Die Frage war also, wie ich mein Training gezielt ergänzen muss, um die richtigen Muskelgruppen für den 111er auszubauen. Ich war nie in einem Fitnessstudio angemeldet. Die beiden Aufnahmen hier stammen von einem Probe-Workout, zu dem Sebastian mich überredet hat, weil er unbedingt möchte, dass ich mit ihm ins Fitnessstudio gehe. Vielleicht werde ich das noch, aber mich interessierte auch, wie weit ich mit Homeworkouts kommen kann. Dazu habe ich gerade zu Beginn auf Schulter- und Rückenworkouts von Sascha Huber, einem bekannten Fitness-YouTuber, zurückgegriffen, welche da schon sehr viel geholfen haben. Ist in der Luft und wieder weit nach vorne ausstrecken und wieder nach hinten gehen. Also wenn man das mit dem Gewicht nicht schafft, kann man das auch einfach mit einem 111 Pfund Bogen machen. Sehr schwer genug. Neben den Workouts von Thomas Brugger, die ich natürlich in meinen Trainingsplan integriert habe, habe ich auch die Leute im Rat gefragt, die solche Zugewichte schon beherrschen konnten. So, servus Mischa, lieber später als nie. Das ist die Übung, die ich gemeint habe. Ich zeige dir mal von vorne. Also, du gehst, bringst die Arme so leicht an, ziehst dann wieder zurück. Und drückst deine Schultern voll durch, also deine Schultermuskulatur, die spannst du an, wie beim Bogenschießen auch, in beide Richtungen. Und jetzt gehst du hier zusammen und hier wieder auseinander. Klimmzüge klappten anfangs eher schlecht als recht, waren aber wichtig zur Stärkung des Oberkörpers. Dazu war natürlich der Bogen selbst als Trainingsgerät bestens geeignet. Zum einen natürlich das Monster selbst zu schießen.
Oder auch seinen Next schwächer, den Bogen so lange im Anker zu halten, wie es geht. Wie in der 45-Sekunden-Challenge zum Beispiel. 45. Ernährung war an dem ganzen Training natürlich das Wichtigste. Deswegen heißt es auch immer, 80% macht die Ernährung, 20% das Training. Es reicht einfach nicht, nur Muskelreize zu setzen. Der Körper braucht die richtigen Baustoffe, um sich auf diese Belastung vorzubereiten. Noch dazu ist zu bedenken, dass sich Muskeln sehr viel schneller ausprägen und auf die Belastung einstimmen können, als unsere Sehnen und Gelenke das tun. Deswegen darf man das auf keinen Fall überstürzen. Also das feiere ich mal hart. Es gibt Snickers White und M&M Proteinriegel. Wie geil ist das denn? Man muss dem Körper einfach so viel Zeit geben, wie er braucht. Im Grunde wäre es zudem ratsam, sich nach und nach zugewichtstechnisch zu steigern. Ich mache einen Sprung von einer 54 Lips Black Widow zu einem Bogen über 100 Lips. Aber natürlich merkte ich, dass mir andere starke Bögen inzwischen deutlich leichter fielen. Wie zum Beispiel eine 72 Lips Black Pfund. Widow. Ist auch schon eine Granate auf jeden Fall. Damals, wo ich die das erste Mal kennenlernen durfte, habe ich die eigentlich kaum in Auszug gebracht. Mit viel Aufwärmen ging das dann gerade mal. Wie ich schon sagte, die oberste Priorität ist die Gesundheit. Ich sag's euch, wie es ist, Thomas Brugger ist ein X-Men wie Wolverine und Deadpool. Ich wollte mir lieber professionelle Hilfe suchen. Nein, nicht so wie viele von euch jetzt vielleicht hoffen. Ich meine physiotherapeutische Hilfe. Ich wollte mich einfach mal von einem Spezialisten durchchecken lassen, inwieweit mein Körper auf das 111-Pfund-Baby reagiert. Und so stieß ich über die sozialen Medien auf Marc Gößwein. Das ist der, ja. Das sieht auch selbst im Stehen jetzt halt hier, dass der Rückenstrecker, die sind beide recht stark und gut ausgebildet, also Rückenprobleme mit der Wirbelsäule solltest du keine kriegen. Dann haben wir einen schönen Latissimus und Trapezius-Ausgang hier. Und rechts ist er halt einfach komplett, sieht man, ist mehr Muskelvolumen da. Mhm. Ja. Aber es ist nicht, es ist ja leicht, es ist sichtbar, aber es ist jetzt nicht das Übermaß. Es gibt auch Leute, die sind sehr viel daheim im Garten tätig und sind aber machen alles mit rechts. Und das sieht man auch sowas. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, das ist ganz schlecht. Du musst unbedingt einen Ausgleich machen. Mhm. Kann man jetzt nicht sagen. Okay. Weil die linke Seite ist auch gut vom Muskeltonus. Du bist ja immer so mit der Seite. Ja, also trainierst du ja immer schon die rechte Seite mehr. Ja, das ist klar. Ja. Weil die Haltearbeit von dem Arm, vom Bogen, ist ja ganz andere wie die Arbeit des Aufspanns. Mhm. Von der Muskelarbeit. Ja, genau. Ja. Das kann man so schon sehen. Ja. Da muss man natürlich schon aufpassen. Und dann natürlich auch immer darauf achten, wenn die Schulter wirklich schmerzt oder Schmerz ist ein Warnsignal, nicht einfach eine Schmerztablette nehmen und weitermachen. Ja, am Anfang war ich, habe mir dann aber auch immer genug Zeit gegeben, eigentlich, dass ich ein paar Tage wirklich gewartet habe, bis ich wieder weitergemacht habe, war hier extrem. Ja. Also am Anfang hat das hier so richtig gezogen, richtig wehgetan, dass mir sogar das Autofahren nicht gestört hat. Auch nur auf der Seite. Aber hat sich gegeben. Hat sich gegeben. Ja, gut, dann war es. Das war nach ein paar Tagen wieder müde der Muskel, der die Arbeit nicht gewohnt war. Ja. Dann tut der weh, verspannt. Aber dann hast du halt einen Muskelkater und dann baut sich Muskelstruktur auf. Ja. Genau. Okay. Das verschwindet dann wieder. Aber das muss man dann beobachten, wie das Gleichgewicht ist von der Muskulatur. Und wirklich bei sowas immer, wenn das jetzt wirklich so ein Extrembogen ist, immer auf Schmerz achten. Also es ist bei allen Sportarten nicht zu sagen, ich bin ein harter Rudi, schmeiß mal Schmerztablette ein. Ja. Da kann man sich viel kaputt machen. Ja, das bereut man sein Leben lang. Mhm. Also wenn man eine kaputte Schulter hat, das nimmt man bis ins hohe Alter mit. Ja, ja. Mhm. Was man da aber immer so präventiv machen kann, sind Faszientherapie. Immer wieder mal, wenn man jetzt so einen Sport wie das Bogenschießen macht, dann sollte man immer wieder mal die Schulter mobilisieren oder mobilisieren lassen von Therapeuten wie ich oder Kollegen, die dann halt einfach Hand anlegen, die dann da mal die Muskeln auch ausstreichen. Das ist eine uralte Therapieform, das kommt eben aus der Schöpftherapie und damit kann man hervorragend die Muskulatur schön da so aufziehen, sage ich immer, durchwalzen und die Faszien auch schön ausstreichen, aufziehen. Mehr Durchblutung, wie man sieht, das ist natürlich dann schön rot, schön mehr durchblutet. Dadurch kann Regeneration im Muskel stattfinden. Und es ist angenehm im Nachgang dann, wenn der Rücken schön warm ist. Okay, das kann man präventiv machen. Okay. Genau. Haben wir jetzt auch mit so einer Faszienrolle zu Hause selber machen? Genau. Ja. Wärme ist immer so ein das ist verschieden. Also wenn man merkt, dass ein wenig Schwellung drin ist, sollte man auf keinen Fall Wärme machen, weil Wärme ist ja so, man hat früher immer gesagt, ach, schön warm drauf, dann entspannt sich alles. Mhm. Aber man weiß ja mittlerweile, der Muskel und vor allem die Faszien, das besteht ja aus Eiweißketten. Ja, und wenn auf Eiweiß Wärme kommt, gerinnt es.
Deswegen wird es oft noch schlimmer. Also ich sage dann immer zu den Leuten, wenn ihr merkt, irgendwie ist es ein unbeweglich, ein bisschen schmerzhaft, oder ihr habt da wegen dem Sport übertrieben, nehmt dann Eiswürfel und fahrt, also in dem Fall jetzt die Schulter, und dann verreibt man den einfach ein bisschen, und so lang, bis der geschmolzen ist, höchstens noch einen, von der Dauer her, das sind dann immer so 15 Minuten oder was, dann ist es eine örtlich kurze Kälte, und dann kommt es reaktiv zu einer Wiedererwärmung, zu einer Durchblutung, dann wird es Chirurg, und das ist eigentlich schon sehr gut. Man kann man regelmäßig, wenn man da zum Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Masseur geht, nichts falsch machen, auf jeden Fall. Also, weil der sagt dann, ah Mensch, hoppla, du hast da eine Verklebung, eine Verspannung, mach einmal langsam, was man vielleicht selber nicht merken würde. Und dann entzündet sich diese Muskelfaser und dann hat man mal einen kleinen Riss, und der sogenannte Muskelfaserriss, das ist dann ja auch furchtbar. Ja, das erkennt natürlich der Fachmann viel früher, gell, wie man selber. Ja, klar. Zur Lockerung des Gewebes und zum Lösen der Verspannungen der Muskulatur bekam ich dann noch eine Schröpfbehandlung. Im nächsten Kapitel des 111er Projekts werden wir dann zu Falkenholz fahren und den Bogen genau unter die Lupe nehmen. Sowie mit dem Bogen einen Abstecher zu Chris Archery Time Arena machen.